werde hier meine Paletten laden, werde in den Schrein schmunzeln und werde die Gedanken schweifen lassen. Aber wenn er was kann, ne, dann ist es ja Palettenladen. Ich habe was Meditatives hier beim Palettenladen sozusagen. Ja, ne, ist geil, denkst du mir auch immer. Aber Meditation ist schon mal gemacht. Wow. Ja, aber ich bin. Aber ich bin dafür definitiv. Also kennst also auch so Traumreisen-Themen, Geschichten. Das schon 3-4 Mal. Aha. Komplett unterschiedliche Sachen könnte ich dir jetzt daraus berichten. Einmal, wo es voll angeschlagen hat, wo es richtig gut war. Und dann auch, dann wo es gar nicht so funktionierte irgendwie. Also ich muss gestehen, ich habe es zweimal probiert und immer wieder komplett weggeratzt. Also ja, die Gefahr besteht halt. Ne? Tatsächlich, dass du halt so entspannt das halt wegpennst. Es ist auch so. Was auch halt ein krasses Thema ist, ist halt in dem Zusammenhang Yoga. Aber dafür bin ich gänzlich ungeeignet. Ich mag sexy Yoga. Fühle ich. Fühle Vorlage darfst du, wenn ich gehe. Das wäre nochmal eine Idee. Aber zwei gehen zusammen schön zum Yoga-Kurs. Bist du irre? Aber dann, weißt du, dann so letzte Reihe. Also ich muss gar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Kollege von mir, der ist ja, der ist ja nebenbei selbstständig als Fitnesstrainer, richtig? Das warst doch du. Und, der hat auch zu mir gesagt, weil wir auch die Thematik des Öfteren haben über Sport, eigentlich 5 Tage die Woche. Und da kommt halt auch schon des Öfteren das Thema auf mit Yoga, weil seine Frau. Die macht das ja hauptberuflich, yoga-mäßig und so. Und davon mal abgesehen, dass das halt auch wirklich eine Augenweide ist. Und hauptberuflicher Yogi. Also, ja, die macht hauptberuflich Yogi. Und die hat halt auch gesagt, es ist nicht einfach nur Yoga, denkt jeder, okay, da bewegst du dich ein bisschen, das ist stinkt normal oder so, das ist nicht anstrengend. Weit gefehlt, muss man sagen, weit gefehlt. Das geht schon ein bisschen auf die Konsistenz. Ich habe einmal Yoga mitgemacht, einen Yogakurs. Nee, nie wieder. Das war so anstrengend. Verbiegen und brechen. Ich bin zu ungelenkig dafür. Ja. Fällt mir gerade ein, an welchem Sportgerät habt ihr früher, ihr kennt doch auch Reck, Bahn, Schwebebalken und so, kennt ihr doch, ne? Freundin. ja, gut, die Thematik können wir aber nicht mehr reinnehmen. Müssen das alles verpacken. okay, ich nenne Freundin ab jetzt Springseil, okay? Egal in welchem Kontext, ist es dann halt Springseil. Okay. Was davon habt ihr früher im Sportunterricht gern gemacht? Springseil. Ich habe meinen Springseil richtig oft benutzt. Unglaublich. Im Sportunterricht vor allem? Ja. Ich habe das sogar mit in die Kabine genommen. Also Springseil überall, wo es ging. Also solche Springseile hatten wir auch. Ja, also richtig viel Springseil habe ich gemacht. Morgens, mittags, abends. Das ist komisch, wenn du sagst, du bist Springseil-Tester. Vorwärts, rückwärts. Ganz andauernd Springseil. Ich glaube, verschiedene Springseile auch. Machen. Mein dunkleres Springseil, mein helleres Springseil, alles. Boah. Musst du mal vorbeikommen. Ich glaube, du willst dann nie wieder irgendwas anderes machen. Kleine Springseile, große Springseile, alles. Und im Endeffekt war trotzdem jedes Springseil von innen rosa. Oha. Aber kommen wir mal bitte nochmal zu dem Reck und Bahn. Das ist der Moment, wenn so ein Bogen überspannt wird. Ja. Also Reck, Bahn kennt ihr, ne? Nehme ich an. Was war das nochmal? Ja, kenn ich. Das war die jugendlichen Quäler. Da, wo man durchspringen musste, was? Nee, das war der Frosch. Also ich meine, gut, das war das Ding, wo du unten drunter durch bist. ja, ich hab's geschafft. Ja. Ja! Ja! Nein, halt! Ich möchte auch niemals gegen Sarah Limburg spielen. Was? Da macht er dich halt einfach kalt. Oh nein! Warte, gegen was? Was willst du gegen sie spielen? Nicht. Limbo. Oh. Da ist er halt automatisch verloren. Dann wissen wir ja, da, wo du schon zu Boden fällst, läuft Sarah noch so drunter durch. Unglaublich. Aber habt ihr Reck und Bahn gerne gemacht? Oder?
Ne, mehr Springseil. Ich glaub nicht. Punkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben sowas eigentlich nie im Sportunterricht gemacht. Nie? Also hier so über die. Ja, so Boxspringen halt, ja, das ja, aber. Ich glaube, den Barren hatten wir mal draußen, aber sonst nie groß. Haben wir eigentlich immer irgendwas anderes gemacht. Ich bin definitiv kein Geräteturner. Die Boto kann ich, ja. Ja, ich habe mal gerne Mattenrutschen gemacht. Also wir haben, Sarah, was willst du? Der hat's auch, Maria für den Ballsport. Schön Brennball, Völkerball. Gehasst habe ich immer an diesen scheiß Seil hochklettern musst. Boah, weißt du, wie ich Sarah sehe? Nein! Rhythmische Sportgymnastik, aber mit diesen Federn, mit diesen Bändern. Oh Gott. Oh ja. Mhm. So sehe ich Sarah. Mhm. Halt mit so einem kleinen Mini-Gummiband, das reicht ja schon bei dir, aber... Und Sarah nimmt in das handelsübliche Gummiband aus dem Supermarkt. Dann ziehst du über die Matte stolpern. Bum, bum. Jetzt. Aber Fio... Fio schreibt, Hürdenlauf ist auch doof gegen die Sarah. Meinst du, weil sie unten durchkommt? Fio, wie ist eigentlich bei dir so? Magst du das Springseil eigentlich? Das wäre nicht 10 Jahre da. Was warum sitzt du jetzt in meinem Traktor? Axel ist doch heute böse, nicht ich. Ach. Mach nur! Was ist denn jetzt so witzig? Naja, Hürdenlauf und Sarah! Und Sarah kriegt unten durch. Ich krieg's auch gar nicht mit. Wie, das habt ihr jetzt erst gescheckt? Alter. Ah, so. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich hab Geräteturnen gerne gemacht. Aber mach mal. Ich muss mal kurz zum Nachbartisch. Du bist echt so ein Geräteturner. Jetzt haut gleich ein Radiergummi oder eine Flasche oder irgendwas anderes. Ja, also ich hab Geräteturnen, ja, hab ich für mein Leben gern gemacht. Am Bonn, am... Okay, liebe Zuschauer, das war Bio. Sarah, was hat sie mit Bio gemacht? Hast du auch so Stulpen angehabt und so passende Turnerklamotten? Nö. Hautenge Turnerklamotten. Da kannst du ja tragen. Ich habe natürlich auch sehr gern an den Ring geturnt, ne? Das ist halt auch schön. Wenn du da so oben hängst, macht schon Laune. Richtig schön. Okay, Tom, du bist nicht so der Sportliche? Ich? Doch, absolut. Aber ich kann mir schön was vorstellen, als mich irgendwie 5 Meter über die Höhe ziehen zu lassen. Aber das ist doch geil. Das ist doch so ein Gefühl von Freiheit. Nee, das ist das Gefühl von Armkrämpfen. Nein, du musst dich vorher nur ordentlich erwärmen. Aber was ist denn daran geil? Es ist schön, weil du dein Körper, Geist da auch wieder ans Limit bringen kannst mit. Ja, also ich kenne viele Sportarten, die für... Es, oh. Nein, doch. Also, ziemlich fast jede Sportart hat für mich so die Daseinsberechtigung und so weiter. Dann gucke ich mir auch tatsächlich bei Olympia auch gerne mal so an. Ne? So Bogenschießen oder was ich, wer kann am weitesten springen, wer am höchsten springen, ja. Wer kann am weitesten werfen und so weiter und so fort. Aber was mir bis heute nicht in den Sinn kommt, ist, wer kann am schnellsten gehen? Das ist für mich die menschenunwürdigste Sportart, die es gibt. Habt ihr schon mal die Olympischen Spiele verfolgt beim Gehen? Nö. Habt ihr euch schon mal angeguckt, wie die Leute aussehen? Also ich kenne das aus einem Film von Adriano Celentano von früher. Der hat das ja so zelebriert, so übertrieben. Weiß nicht, ob den Film jemand kennt. Oder überhaupt den Schauspieler, ist ein italienischer Schauspieler. Wer ist das? Ein Schauspieler? Ein italienischer. Ja, weil man erwähnt jetzt. Aber mal so nebenbei, YouTuber Rinos, ne, nicht wundern, wenn jetzt hier nicht unbedingt eine Abmoderation kommt. Ich lasse das wieder durchlaufen und schneide euch die Folgen, ne? Bloß mal so als Nebenbei-Info. Aber ich bin schon 5 Minuten drüber, ich habe noch einen kleinen Termin. Ich muss mich verabschieden. Was musst denn du machen? Wo musst denn du hin? Ja, auf jeden Fall, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ne, Hausaufgabe für euch alle, ihr guckt euch bitte alle den Gehsport an. Nein. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Tschüssi. Ja, nee. Aber auf Wiedersehen, Tom. Aber Gehsport? Nee. Opa nennt das immer Stockenden. Ich nenne das immer Einkaufen. Diese Nordic Walking Altdamen. Ach ja, die beim Skilanglauf die Skier vergessen haben. Genau, Stockenden halt.
Das kann ich ja auch, ne? Also da muss ich ja auch sagen, da muss ich ja los bei sowas, wenn ich sowas sehe, ne? Da haben wir ja auch bei uns in der Gegend, macht das ja jede zweite Frau. Du siehst ja, also Samstag früh geht das los, ab um 8, ne? Siehst du die da immer so pärchenweise oder im Drillingsgespann da losziehen, ohne Skier, mit ihren Stöcken, und dann tun sie so, als ob sie fertig sind mit der Welt, ne? Und blockieren dir einfach mal so die Fahrbahn, wenn du abbiegen willst, ne? Und winken dir dann noch freundlich, wo du dir denkst, na Alter, kannst du nicht woanders laufen? Oh. Aber genau diese dort deine Altersklasse, Excel. Davon abgesehen, aber trotzdem. Das muss nicht sein, ne? Man kann sich auch anderen Sport suchen. So. Geh zu Excel, bring dein Tester. Richtig. Komm vorbei, mein Junge, das kann doch lustig werden. Könnte wirklich nur lustig werden. Wir zwei den ganzen Tag aufeinander. Alter. Katastrophe. Ja, das glaube ich auch. Oh, aber die Paletten haben wir bald weg. Aber Fio, mein Guter. Okay, Fio kennt Adriano Celentano, finde ich sehr cool. Fio, wie geht's dir? Brauchst du Beistand? Brauchst du Hilfe? Falls du Medic brauchst, schreib eben eine Adresse unten rein, dann schicke ich dir da einen hin. Ja, genau. Ein Spaß. Vielleicht doch welche Stockwerke und. Kannst du mich auch anwispern damit. Geht auch. Sarah wirft ihn jetzt einen Blick zu, so nach dem Motto: Jetzt, wenn du das Bade. Machst, schläfst du die nächsten. Schläfst du die nächsten Monate vor der Tür. Okay, Fio schreibt Hilfe. Ja, bitte schreibt er. Oh mein Gott, ich habe es gewusst. Sarah, also du weißt, ich schätze dich sehr, ne? Aber es geht nicht halt, also es gibt halt so einen göttlichen Bruderkodex, ne? Nichts geht über die Göttlichkeit. Wenn irgendjemand in der Nähe von Fio ist, ne? Oder vielleicht gerade in der Nähe von mir, weil hier gerade ein wild gewordenes Schnitzel kommt. Hilfe! Ich weiß, dass du keinen Universal Passenger hast, ne? Na, hier drin sowieso nicht. Hey. Da kann man im LS kein Mittelfinger zu. Ja, es geht nur woanders. Ja. Ach ja. Aber wenn man das woanders macht, gehen die Sirenen wenigstens aus. Stimmt. War schon komisch gestern. Oh, Achtung, junge Frau, heiße Fettisch, und damit dabei nicht diesmal nicht siehst, oder mich? Aber Sarah, du weißt immer, wo du aus. Vielleicht noch und, ja, das war's aber auch. Warte mal auf die junge Ballermann, ne? Unglaublich. Ah. Sag mal, wer hat eigentlich Schluss beim Teamtreffen, ne? Weil ist ja über Wochenende. Wer hat da eigentlich Schluss, zu Samstag und Sonntag in der Früh mit mir joggen zu gehen? Also am Samstag Nachmittag an. Du klopfst doch sowieso an jede Tür, dass jeder wach wird. Also tatsächlich wird das meine Intention sein. Ich wusste es. Aber Excel, ich sag dir eins, du wirst mich sehen und dann wird sich die Frage von selber beantwortet haben. Mach nix, Jung, mach nix. Spring Bollerwagen mit. Dann bin ich dabei. Wurde Schnaps rein, wie er mit dem Kasten hier im Bollerwagen hat. Losziehen. Ja, samstags früh alle Mann joggen. Durch Sport. René, ist klar. Kannst aber bei mir alle 5 Meter ein Sauerstoffzelt hinsetzen. Ja, ich mach dann mit bei dir, Pamo, ja? Dann dreh ich mich nochmal um. Aber Leute, finde ich gut. Ihr geht alle joggen, ich bind euch so ein Seil um die Bäuche und setze mich dann Samstagmorgen mit meinem Konterbier in den Bollerwagen und ihr zieht mich. Nee. Ist eine Idee. Du wirst dann in den See geschmissen. Ach. Wir barrikadieren einfach unser Haus. Ja. Ich hab echt das Gefühl, das Ding ich am Samstag Abend steht das Haus. Das ja, moin, also mal niedergebrannt hat. Jung. Vielen Dank dafür. Ich habe schon einen Plan ausgeschmiedet, als du nicht da warst, Sarah. Du nimmst einfach alles dafür mit. Ich kauf's auch gerne ein. Machst mir beim Teamtreffen deinen Nudelauflauf und ich nehme den mit nach Hause. Was? Hallo, bevor irgendjemand anders verköstigt wird von der Sarah, ne? Bin ich als Erster dran. Das muss man schon mal festhalten. Du musst halt zwei machen. Da sollten von zwei satt werden. Jung. Okay. Das geht nicht. Wir müssen da mehr machen. Oder als Sarah. Das essen ja bloß. Hallo! Sarah kommt nach hier. Oh, Fio schreibt halt, stopp! Okay, Fio. Halt dich mit. Halt, wahrscheinlich stopp! Wahrscheinlich werde ich rausgeschmissen und der Fio kocht für euch.
Jo! Hast du noch Platz? Hast du noch Platz?